Blutige Schwerthügel markieren die Orte, wo gefallene Krieger ihr letztes Gefecht geschlagen haben und voller Reue und Verbitterung starben. So wie du, also ich. Du kannst ihre zornige Seele zum Kampfe beschwören, aber nicht als deine Begleiter bei Let's Play Neo D'Angelo. Hallo und... Oh Gott. And welcome, welcome to the Space Dandy Show. Wir haben es zu tun mit einer gewaltigen Menge an Spinnies und der großen Exemplare, die nie wieder zurück in das Leben kehren, wenn wir sie einmal umgebracht haben. Doch auf der anderen Seite müssen wir uns jetzt damit auseinandersetzen, wo wir uns hin... Oh, hin... Himmel und Arsch und der Zwirn. Jo, gib mir ein Brezen. Oh, lecker, 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 lecker. Komm ich... Ja, komm ich denn da hinten hin, ey? Moment. Wie kommt der Burnt da hinten hin? Hinter die Mauer. Da ist er schlauer. Er voller Trauer. Kommt er nicht der Hauer? Kommt auch nicht hoch auf die Mauer, oder? Das ist seltsam. Ja, das muss jetzt auch nicht sein. Ne? Das muss jetzt nicht sein, dass ich den Gegenstand jetzt auch zwangsläufig mitnehme. Aber ich würde wundern, wie das funktionieren soll. Ich meine, ich darf hier nicht rüber. Ich kann hier nicht über die Bäume, kann ich auch nicht klettern. Das ist ein bisschen Harakiri hier. So. Wir haben hier noch eine Schatztruhe offen. Niemals! Niemals wirst du mich niederquetschen. Trete einmal alles auf dich, mein liebes, fummeliges Zeugs, Diggins, Bummins, Dada, Bang, Bang, Bong. Ich bin schon wieder außerhalb meiner Orientierungsreichweite angekommen. Also, wir gehen nochmal über dazu, hier die Wege von die kleinen Spinnis frei zu machen. Und lutsch, Bong, Bong, Moniz. Mit von ihm, was auch immer jetzt gerade so krabbeli, 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 krabbeli hinter mir jetzt gerade her. Nein! Ich bin zwar langsam, aber ein langsamer mit einem langen, nicht ganz so langsamen, mega garistigen Angriff. Ihr dürft mir gerne nochmal ein paar Sachen droppen, so Elixiere und sowas. Das fände ich ganz dufte, was ich nochmal gesagt habe. Kann man in diesen Geräteschuppen noch irgendwelche Harke mitnehmen? Na. Na, und hier unter den Kisten, da ist auch nur Steinzeugs und sowas. Hallo! Laserspinnwebenspucker! Jetzt hau drauf! Idiot! Wach dich erst ab, bis der Kerl ausweicht! Meine maximale Vertrautheit mit Hilfe dieses Großsperrs, geh weg, du Teil, habe ich erreicht. Deswegen werde ich es umrüsten. Stimmt, da war was mit den doppelverdammten Katanas. Hab ich... Scheiße. Ja, es ist schlechter, scheiß drauf, ich nehme das Ding weiterhin hier. Ach so, das war... Oh, hier waren wir noch gar nicht. Hallo, kleiner Mann. Wie hab ich dich denn übersehen? Oh... Wahrscheinlich genauso sehr wie die Schatztruhe, die hier irgendwo ist und ich die eben einfach nicht finde. Aber jetzt tue ich es. Jawohl, ja. Oh Gott. Hi. Wie war das noch hier? Moment. Da. Klatschen? Entschuldigung, so nicht. Achso! Juhu! 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 Yay! Danke! Gutes Gehölz. Rüstung des Schützenhauptmanns Hazaroi. Tokida war Handrohr. Hinterhaltsrüstung zu Neate. Ein Shingoku-Magazin. Medizin und Handrohr-Munition. Und zwar 4 Stück davon in 2 verschiedenen Munitionsvorratstruhen. Weil, nein, Drop mit 4, das war programmiertechnisch ein bisschen zu aufwendig oder sowas. Okay, dann haben wir uns im Garten der Freude und der lüsternen Wollust umgeguckt und haben Mr. Kodama-chan mitgenommen. Und
keine Sau von euch hat mir bisher geschrieben, was ich da übersehen habe. Danke. Ich zeig dir meine Lanze, mit der ich dein Leben wegstanze. So, ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr Lanze skillen oder sowas. Scheint mir besser zu sein als Kusarigamas. Oh, Blasphem hier. Blasphem. Ja, ich weiß, es heißt Blasphem. Blasphem. Oh. Da wollte dein Kumpel von der Seite kommen. So, aber ich mache jetzt die Seite mal ein bisschen seitenstechenderweise frei. Los, Kuban. Zeig's ihm. Oh, it's the mashing on the button. Weil dies klappt ganz gut. So, wir haben, glaube ich, jetzt insgesamt vier oder fünf von den Kodama-Chans. Noch mal sicher bin ich mir nicht. Genau, es war der Brunnen der äußersten Unlebhaftigkeit, wenn man da unten irgendwie reinkommt. Danke für die Luntengeschoss-Munition. Das kann ich gut gebrauchen. So, dann hatten wir noch irgendwie irgendwann, irgendwo, weshalb, warum, einen anderen Weg gefunden, der sich mir jetzt gerade nicht so wahnsinnig ins Gesicht schmeißenderweise offenbart. Deswegen guck ich mich jetzt... Nee, ja, waren wir... Eine Karte wäre so lustig, dass man sich drin nicht verirren kann. Meisterkarte. Noch eine Nami. Na gut, brauche ich auch ein Boot. Ein Knall. Rotes Gummiboot. Ah, hier waren wir noch nicht. Beziehungsweise waren wir irgendwie schon mal, aber irgendwann... Nein, Kumpelinchen. Der Speer ist der sich in dein Herz bohren wird. Dein Leben nicht zu vermindern, sondern ganz weg zu schnarzen. Okay. Das, ich tue es jetzt nochmal, aber... Ich meine nur, ne? Also, ich war mal ein richtiger Ninja, ne? Guck mal hier, wie viel Platz da ist. Also, selbst ich... Ich parke in Parklücken mit meinem Auto, die enger sind als das da. Naja, das ist Spiellogik. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, umso nachtragender bin ich, was das betrifft. Ich weiß nicht, ob es im Traum war oder ob es tatsächlich hier der Fall gewesen ist, dass ich so aufs Maul gekriegt habe, dass ich gerade Angst habe. Warte, Träume. Ich habe momentan seltsame Träume nachts. Das ist seltsam. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt... Also, Ich werde direkt wieder hier aus dem Spiel oder aus meinem Redefluss geworfen, wenn jetzt irgendein Scheiß passt. Ach, da war was. Stimmt. Wenn ich aus meinem Redefluss geworfen bin, ich jetzt anfange, wieder irgendwo irgendetwas nachzudenken. Ich gehe einfach mal da oben. Oben lang oder? Ich weiß nicht. Das nach da unten, das sieht so aus, als wäre es fies und gemein. Aber auf der anderen Seite glaube ich jetzt gerade, dass es nicht so wirklich viele andere Möglichkeiten gibt, jetzt gerade weiter fortzufahren. Ne? Von da oben ging es nur irgendwie da zu der Abkürzung. Okay, dann muss ich wohl irgendwie unterirdisch da lang. Also, der Traum war seltsam. Ich muss dazu zu einer Vorgeschichte sagen, dass als ich noch Student war und ich für einen Prof als Hiwi gearbeitet habe, da war ich so ein bisschen unter den Fetischen von so einer, von dem Institutsmitarbeiterin. Boah, die hab ich nicht gemocht. Genau, ja, das ist sie. Das ist sie. Die habe ich nicht gemocht. Aber die mochte irgendwie sonst auch keiner. Und die war so... Oh, die hatte so ein... Ihr wisst schon, ne? So ein charakterlich. Boah, ey. Und, kleinen Moment. Und, die hat... Ups. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber das wollte eigentlich meine massiven Fernkampfmächte irgendwie aktivieren. Aber Kunais tun's auch, gell? Stopp! Das macht Flop! Und dann ist dein Leben gestoppt, hoffe ich. Ja, Turbo! Nein, und die hat immer mal ein Kind gekriegt. So, das war jetzt aber eigentlich dafür eher irrelevant. Es korrelierte halt mit diesem Umstand nur ganz gut. Jedenfalls... Ja, yeah, die Beherrschung des Speeres ist absolviert. Dann gehe ich mal kurz über und gehe nochmal zu Doppelkatanas, weil die sollten eigentlich auch ganz gut sein gegen diese doppelgroßen Spinnen. Jedenfalls mache ich jetzt hier erstmal gucken, ob alle Wege hier frei sind, die sich hier auf
tun? Ja, das ist Stufe 52. Halleluja, es ist ja mittlerweile übel. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Stufe ich habe, aber es stimmt auch ungefähr. 52. Gebetsperlen. Ja, schade, ich habe Gebetsspeer verstanden. Naja, jedenfalls habe ich geträumt, ich wäre irgendwie total woanders auf so einer Art großen Rummel. Mehr oder weniger so ein großer Rummelplatz. Aua. Ein großer Rummelplatz ist das gewesen. Verdammt. Und da war, der war kreisrund. Da bin ich so gewesen und da gedacht. Hab da gedacht und stellte dann fest, dass ich diesem Typen hier irgendwie keine Parole bieten kann gerade. Das ist doof. Guck mal, ob ich ihn. Ja, mit dem Schwert kann ich ihn stunnen. Das ist besser. Da muss er sogar mal blocken. Oder ich kann ihn nicht damit stunnen. Nein! Scheiße. Zumindest nur manchmal. Jedenfalls gab es am anderen Ende so eine Tür. Und da kam dann irgendwie so ein kleiner Typ raus. So ein kleines Kind. Was heißt kleines Kind? So 6, 8 Jahre alt. Irgendwie sowas um den Dreh. Und ich bin am Arsch. Und das kam da halt raus. Und hab gedacht, oh, der ist, irgendwie ist der interessant. Weiß aber jetzt auch nicht so warum. Und der war so ganz komisch. Der hat nie was gesagt. Ich sollte dazu sagen, dass die Arbeitskollegin hat ein Mädchen gekriegt und keinen Jungen. Ne? Deswegen, das ist jetzt so halt Zufall mehr oder weniger, dass das irgendwie mehr oder weniger eine Rolle mitspielt oder sowas. Warum erzähle ich das überhaupt? Weil ich keine Ahnung habe, wo ich jetzt lang muss? Hä? Moment, ich gucken muss. Naja, und dann habe ich den irgendwie mal versucht, ein bisschen abzupassen, habe dann ein bisschen mit ihm geredet und so weiter und dann habe ich festgestellt, dass sie, das Kind von ihr ist und irgendwie, keine Ahnung, ich hatte das so im Urin irgendwie, ha, ob der gut behandelt wird, und aus irgendeinem Grund bin ich dann zu denen nach Hause, die in irgendeiner Art Schuhkartonhotel gewohnt haben und, ja, muss das doch irgendwie nach da oben gehen. Ich kapier's nicht. Da. Habt ihr Burnt einen Weg übersehen oder sowas? Also was anderes kann es ja jetzt nicht sein. Ist ja jetzt hier auch an den Wänden nichts, wo man irgendwie entlang kommen könnte. Also, oder wo man durch könnte, weil man beobachtet wird und sowas. Ihr kennt das ja mittlerweile. Da lang darf ich auch nicht. Darunter ist, ich denke schon, dass ich darunter darf. Aber ich glaube, das Weiterleben wird dann ein bisschen schwierig. Und da drin war eigentlich nur mein Untergang, wenn ich da jetzt reingehe mit den paar Lebenspunkten, die der Bird noch hat. Naja, jedenfalls bin ich zu dir nach Hause und so weiter. Und ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie einen Tisch umgestoßen mit einer ganz vollen Anzahl von Tassen. Die sind dann runtergefallen, haben irgendwie den ganzen Boden zersplittert. Nicht den Boden zersplittert, aber zersplitterten vielen auf Boden, das ist gerade eine Folge fertig. Ah, ich hasse sowas. So. Gut. Ich hoffe, man hat davon nicht viel gehört. Das ist der Weg zurück. Da, gut. Und da ist auch nichts drin. Und ja, verdammte Geräteschuppen. Und da geht's ganz tief runter. Ich weiß gerade den Weg nicht. Und hier? Oder geht's hier noch irgendwo anders weiter? Nee, ne? Nee. Nee, da drüben ist nur Firlefanz. Das Tor muss von der anderen Seite aufgehen. Das ist ja schön. Aber von hier aus komme ich da wohl nicht ran, nehme ich mal an, oder? Na gut, ich gehe mal an dem Ding hier vorbei. Da komme ich nicht ran. Und sonst haben wir hier doch alles leer gemacht. Oh, hallo! Okay. Ja, jedenfalls bin ich dann irgendwie abgehauen und bin dann immer mal wiedergekommen und hab dann mit einem Staubsauger das Dings gesaugt. Dann habe ich festgestellt, dass der Dings halt irgendwie von deren Mann geschlagen wird, den ich tatsächlich sogar persönlich kenne. Dann habe ich mal in seinem Unternehmen beworben. ja. Auf jeden Fall, komischer Traum. War seltsam. Und was mindestens genauso seltsam ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ganz ehrlich. Hier den Weg habe ich
von hier aufgemacht. Das ist ja schön und gut. Dann geht's hier irgendwie nach. Moment, ich probiere das nochmal nachzuvollziehen. Also, von da drüben aus muss ich, glaube ich, da hoch. Oder kann ich da hoch? Und bin da auch lang gelaufen. Das war in der letzten Folge. Aber was anderes fällt mir jetzt gerade auch nicht an. Ich meine, ich kann da mal lang pesen. Und sonst habe ich hier in diesem Garten ja soweit auch alles mitgenommen. Ich war in den Häusern. Ich meine, ich bin ja irgendwie von hier oben oder sowas wieder runtergefallen, meine ich. Aber vielleicht muss ich da auch lang. Und das hier ist einfach nur alles optional. Oder ich habe irgendeinen Mechanismus übersehen. Ich meine, hier habe ich auch alles aufgemacht und kann mir in den, diese Abkürzung hier rein, habe ich aufgemacht, kann also auch hier lang. Jetzt, ich gucke mich jetzt nochmal hier ein bisschen um, weil sonst weiß ich nicht. Gibt es hier noch irgendwo einen Schalter, den ich übersehen habe, oder? Oder muss doch den Brunnen hier runter? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Oder doch? Okay, also das ist jetzt so das Einzige, was mir jetzt gerade noch einfällt, außer den alten Weg quasi nochmal zu gehen, den ich gegangen bin. Deswegen, toll, jetzt finde ich ihn auf Anhieb, wo ich versuche irgendwie wieder zurückzugehen zum Dingsbums hier, zum Schrein, genau. Also es ist einmal quer um diesen See herum. Okay, ich werde mich jetzt hier mal kurz angucken. Komm, komm, gib mich mal hier kurz Informatien. So, das ist nicht der Schutzgeist, sondern der Kodama-Ding. Dann, okay, wir haben noch 4 Stück zu finden in diesem Level. Das heißt, es ist nicht mehr allzu kurz, es ist nicht allzu kurz. Oder ich hab irgendwie Spinnen auf den Augen oder sowas. Oh, ups, upsie, upsie. Ah, hier ist der Weg. Da vorne ist der Brunnen. Hier ist der Brunnen. Hallo! Oh ho ho ho! Oh ho ho ho! Es geht doch hier runter. Moment, ich muss gerade noch was gucken. Ich hoffe, das Bild vergrößert sich jetzt gleich wieder. Ich bin wieder im Aufnahme-Ding-Punkt-Modus. Ah, da ist es ja. So, viel besser, viel besser. Dann. Plupp! Hatschapa! Nimm dies! Gut. Gibt es hier noch mehr von den Viechern? Nein, ich gucke gerade mir mal kurz die Waffen an. Also. Ja, das. Ich werde mich dafür hassen, das zu tun. Aber ich schnetzel mich jetzt einfach mal durch das kleine Gesocks hier durch. Weil ich es kann. Wir rasen mehr, Bert. Hui, husch, husch, husch. Oh, da drüben ist sogar was fallen gelassen worden. So Hinterhaltsrüstung, Lisa Roy, oi, 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 oi. Gut, da drüben hockt noch ein Ding an der Wand. Ich komme! Hatta. Zumindest reicht es aus, um Dinger zu töten. Das ist fein, das ist so gut. Ja, da oben hockt wieder einer. Achso, das ist sogar hier auch Ende Gelände. Das ist. Nicht, dass ich was gegen optionale Gebiete oder Teile hätte oder sowas. Aber es ist schon fies, das in einem Brunnen zu verstecken, wo es für mich so aussieht, als würde ich diesen Fall nicht überleben. Aber gut. Weil haben wir überlebt? Haben wir. Da hockt noch was an der Wand. Da hockt was an der Decke. Da hinten läuft was hin und her. Machen wir The Way Dry. Betcha, Betch, Betch, Betch. So. Oh oh, der große böse Mann kommt. Der große böse Mann kommt. Da ist er, hat mich gesehen. Laufen! Ups. Laufen! Hoho. Meine Ausdauer Aki ist. Gerade weg. Aber das kriegen wir hin. Ey, ich bin doch da durchaus. Scheiße. Ich muss mal hier was nehmen. Danke. Ey, wie kannst du es wagen?
Jetzt aber. Dack, 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 Nagel, 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 neu. So. Mindestens das Elixier wieder zurückgekriegt. Oh, ein Kodama-chan. Oh, oh, hallo, kleiner Mann. Ich hab dich gar nicht auf die Karte geguckt. Komm mal wieder hervor. Danke. Nach Haus. Telefonie. Okay. Ich frage mich, ob da Großspinnen rauskommen. Ich glaube ja. Ja, das tut's. Hast du dies? Wie hast du das? Wie hast du das? Geh mal weg hier. Kommt das kleine Mistgeschöpfe gesagt. Ulgedück. Gedögedück. Da sind mehr Bärt. Wusch. Nein! Autsch! Mann! Die Reichweite ist zu krass. Niemals! Scheiße! Muss man hinter einen Stein hervorkommen, so. Nein! So. Rasenmähern. Weg. Nein, da ist doch dieses kleine Mistvieh. Aua! Ja, yeah, klasse. Danke, danke. Da, stopp. Bitte. Nein! Dieser scheiß nach vorne Stimmungsangriff von dem Vieh. Genau das da. Scheiße, das Wand! Okay, nicht wieder. Erwischen lassen! Doch, Hey, ich habe ein Großbär gefunden, das ist gut. Ich habe übrigens eine das Ding hier ausgerüstet. So, und natürlich auch noch den Speer. Also wir haben noch das ein oder andere Pünktchen wieder dazu geholt, was der Bird gerade toll findet. So. Anders, das ist leider ein bisschen schwächer als das, was ich vorher hatte, aber was soll's. Es reicht noch reicht es. So, das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich auf der anderen Seite gedacht habe. Ja, wie kommt man denn da hoch, ey? Blup. Wenn man einen Spider-Chan wäre, wäre das deutlich einfacher. Nein. Dich hab ich gesehen. Wieso ist denn diese Truhe da offen, Alfred? Warum? Moment, was war das? Pfeil mal zwei. Naja, ich könnte auch noch mit dem Bogen arbeiten, mal öfter, oder? Ich meine, ich müsste genug Pfeile haben, aber da gucken wir noch mal ganz kurz nach, was denn der Yumi-Langbogen, der sagt, benutz mich. Aber die anderen Bögen sagen, ich bin viel besser. Das ist egal. Okay, also drei Kodama-Chans brauchen wir noch. Ich sollte mal öfter auf die Karte schauen, dass wir die auch sehen. Oder ich zumindest. Bringt mir nichts, wenn ihr die seht, sondern ich muss sie sehen. Ne? Das glaube ich dann vorbei. Und dann sagt er wieder, dieser Idiot! Ich hab doch nach oben geguckt! Ich hab sowas von nach oben geguckt! Ich hab nichts gesehen! Ich hab mich, glaube ich, eben auch erwischt. So, ich habe jetzt nicht den Rasenmäher-Modus drin, weil ich jetzt den Ich-hau-dich-jetzt-tot-Modus drin habe. Mit meiner mittleren Haltung. Ja, die wollen wir auch mal ausprobieren mit unseren Waffen. So, da drüben muss man, glaube ich, nicht hin. So, okay. Die nächste scheiß Spinne, die mich von oben erwischt, tötet mich. Deswegen gucken wir uns das jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Genauso wie vielleicht die eine oder andere Wand. Heiliges Wasser. Ich möchte jetzt aber eigentlich nicht so wirklich meine... Oh, eine Leiter. Meine verbliebenen und schön, mein letztes verbliebenes, mehr als drei vorhandenes, nennt sich das, Elixier verwenden. Warum leckst du, Ich meine, er leckt nicht, sondern er liegt da.
gibt einen Unterschied zwischen Lecken und Liegen, Bernd. Hier solltest du wissen. Liegen ist besser lecken. Nein. Doch, vielleicht. Keine Ahnung. Muss ich mal ausprobieren. Hab aber gerade keine Bonbons oder sowas. Okay. Mich täuscht, hier könnte irgendwo der Abkürzungsweg sein zu dem Tore. Da oben ist einer. Es wird wahrscheinlich hier unten hinführen. Oder auch nicht. Aber da ich ein schöner, cooler Arschgeigenmann bin, geht der erstmal in die Bits. So. Gucken wir uns jetzt hier ein bisschen um. Hoffentlich zu unserem Wohlgefallen. Gut. Oh. Nicht zu weit an den Abgrund ran. Was haben wir denn? Ein Wegweiser-Talisman. Der führt, der weist bestimmt nicht da rein. Ein Schachtel. Ein Kodamachan sehe ich hier. Gerade nicht. Okay, da ist wieder Klamphor. Der mit seinen tödlichen Fingern in die Seiten greift. Die tödlichen Klänge. Disharmonien. Hier oben. Könnte ich da hin? Wollen wir das? Müssen wir das? Alles schon mit. Bevor wir uns da. Puh. Kann ich auch. Ahaha. Nur für den Fall, dass da noch irgendwas lauert. Wo ist denn der? Bui. Und das? Scheiße. Niederstrecken! Na. Man die lange nicht mehr bekämpft hat. Weiß man nicht mehr genau, was sie tut, würde ich sagen. Gut. Juhu! Ein Elixier! Ich habe wieder eins zurückgewonnen. Yes. Super. Irgendwo hier muss es doch eine Abkürzung geben. Dahin, wo wir mal waren. Ich meine, wo wir hinkommen können. Das muss doch hier irgendwo sein. Aber hier gibt es nur einen Schatz und so einen ranzigen Zack. Oh oh, ein Elite-Shinra-Soldat. Oder so ähnlich. Ja, natürlich. Danke, dass ich was tun darf. Haha. Haut zu, Mann. Haut ruf. Also nicht du. Mann! Diese Schwungangriffe sind mal übelster Scheiß. Und ich verbrauche wieder alle meine Lebensleistungsladungen. Also kann man Spiele, da hat man als Verteidiger mehr Ausdauer bzw. Ki verloren als der Angreifer. Fand ich in gewissem Maße auch charmant. Fuhr da da. So, das war's mit dir. Boah. So langsam werden sie übel. Die Superburschen hier. Egal. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Aber jetzt laufen wir einfach mal, weil wir es können, hier runter. Dann ärgere ich mich, weil das der Anfang des Spiels ist. Oder? Moment. Scheiße. Ich meine nicht der
Nein, ja, huhaha. Ah ja, das ist die Leiter vom ganzen Anfang. Wir haben also eine Abkürzung aufgetan. Genau, deswegen wollte ich jetzt doch nicht hier runterspringen, weil ich dachte mir gedacht, ah, der da oben, das könnte der sein, der dir mal irgendwie mal den Wanst weggerotzt hat. Gut, wir haben noch einen mannigfaltigen, wie heißt das noch gleich? Nicht Ausrüstungsgegenstand. Heilgegenstand, das wird so praktisch. Ich bin gefragt, wo sich Klampfohr auffällt. Ja. Der Klampfohr taucht wenigstens nicht mehr auf, wenn man ihn einmal weggeklampft hat. Wenn man mal auf seinen... Und wenn wir unsere eigenen Stahlseiten mal erklingen lassen in seiner Anwesenheit. Glimme im Angesicht meiner untergehenden Sonne. Ich meine, deiner. Untergehenden. Scheiße. Haha. Aber ich fürchte, er kann keine Elixiere oder sowas droppen, aber er kann Ruhe. Ja, komm, bevor wir drauf gehen und es nicht verbraten. Ah, da hinten ist. Den werde ich mal mit Pfeil und Bogen erlegen, weil da kommt gleich der nächste hinterher. Ich möchte die gerne kontrolliert zu mir kommen lassen, die Burschen. Um Ruhm zu sammeln. Oh, ein Elixier. Danke. Vor allem ist der Klang etwas doof für meine Öhrchen. Der muss doch einen Kopf haben. Also. Haha, das meine ich. Ich meine nicht den da. Soll ich eh rufen. Also von daher. Komm. Wo kommst du denn her, du kleiner Wiesermaschat? Kodama wichtiger als alles andere gerade. So, zwei Stück noch. Ich habe noch Fruchtfliegen an meiner Waffe. Und ein Elixier. Zumi Elixier. Okay. Ich gucke gerade nur noch mal wegen der Ausrüstung. Also, das sieht. Ja, da können wir noch ein bisschen. Da können wir da noch ein bisschen. Ja, weiter sammeln, weitermachen, weiter. Der Sadist. Hallo, Sadist. Das ist. Ja! Mal eben weg vom Sadisten. Oh ja! Habe ich zweimal meine Dinger ganz tief in ihn reingesteckt. Genauso wie wir es mögen. Wie viele von den Knaben sind hier? Warum ist das Herunterladen von Zeugs nicht möglich. Danke. Danke, Spiel. Danke. Danke, Internet. Danke. Na, gleich mal gucken. Joshua Guari, Wascherei, Kleidung. Wäscherei. Ja, come on. Wir werden den Maruemon, den altruistisch. Oh, wenn er altruistisch veranlagt ist, dann wird er ja ganz nett zu mir sein. Oh, mit seiner netten, altruistischen Axt. Ja. Oh geil. Da also, bam. Schon scheiße, wenn die Axt dick ist. Haha. Oh. Ja, das ist an und für sich. Ganz. Rennbar gewesen. So. Auf jeden Fall haben wir uns mit Ruhm ohne Ende eingedeckt. Ich hatte mich wieder mit Elixieren eingedeckt, aber die sind jetzt auch wieder weg. Das ist ganz toll. Ich kann Onmyo-Magie. Könnte ich leveln, wenn ich jetzt einen Weg zurückfinden würde.
Vielleicht durch dies illustre Fensterle? Was haben wir hier irgendwas? Nein, nicht das. Der hört noch. Ach nee! Ach nee! Ach nee! Das will der Bär und das will der doch nicht! Oh nee! Moment. Wie war das noch gleich? Nein. So. Machen wir. Bam, bam, bamarama, bam. Ein bisschen anders hatte ich mir das schon vorgestellt. Die Bamarama. Aber ich möchte das gerne umrühren. Ich weiß nur nicht, was ich da kaputt mache, damit es kaputt geht. Oh, Scheiße! Haha! Ah, ich hab gerade. Oh, deswegen habe ich mein Freudenzeugs nicht gemacht. Wie war das nochmal? Ah, ja, die Taste habe ich. Ah, okay, 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 okay. Na ja, komm, nimm das Zeug, nimm es, nimm es. Nimm es. Genieß es und nimm es. Genau, wir haben diesen Turm hier entmannt von der Spinne und die müssen wir nie wieder mit wegmachen. Okay, gehen wir weiter. Ich sehe ja auch auf der Karte keinen Kodama-Chan. Das ist aber mit wirklich, würde ich sagen, mit Abstand das dickste Level bis jetzt mit dickem Abstand. Moment. Hier bin ich doch hochgelaufen. Ah, genau, hier bin ich. Genau, hier bin ich reingekommen. Achso, dann war da die Spinne, die ich gesehen habe. Ich höre noch Klingelingeling, den Klingelbeutel. Dann gehen wir mal hier einfach am Rand. Ich scheiße jetzt gerade mal ein bisschen auf bestimmte Dinge. Nach dem Ausschlussprinzip. Das ist der einzige Weg, wo ich sagen würde, hier könnte vielleicht noch irgendwas sein. Sorry. Sorry, damit das ist lächerlich. Also nicht, dass ich gestorben bin. Damit habe ich gerechnet. Weil. Ja, ist so, ne? Damit habe ich gerechnet. Das habe ich auch gesagt, dass ich damit rechne. Also, hört auf mich. Ich habe damit gerechnet, dass man da verreckt. Aber nicht, nachdem man 2 Zentimeter runtergefallen ist. Nicht bei dieser Fallhöhe. Das hat Uncharted auch, oder zumindest der zweite Teil, den ich mal gespielt habe, hat das auch gerne gemacht. So an allen möglichen Stellen. Hey, hier kannst du runterspringen. Hey, 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 das ist toll. Hey, hey, hey. Und am Ende gibt es dann Stellen, wo man deutlich kürzer fällt und trotzdem stirbt. Da. Wo sogar man auf Boden fällt, nicht theoretisch so ein bisschen weiter runter. So, jetzt nehmen wir mal hier was von. Ich möchte zumindest meine Amritas wieder zurückholen noch. Oh, da drüben war's. Ja. Näh, weg damit. Also, nach dem Ausschlussprinzip, das nicht mehr ausgeschlossen, das tötet mich, das ist toll. Ja, ich bin jetzt hier mehrfach das abgelaufen, da ist nichts, das abgelaufen, da ist auch nichts. Ich bin irgendwas machen kann. Wobei, das kann ich jetzt auch noch tun. Ich kann einfach mal an allem Scheiß vorbeilaufen und mir noch eben den letzten Aufstieg in Magie mitnehmen. Ja. Das auch gesehen, dann ist es mir jetzt auch mehr oder weniger wurscht, wenn ich meine Amritas wieder verliere. Ich habe diesen
Fortschritt gemacht. Thank you. So. Mal gucken, ob ich hier irgendetwas jetzt tun kann. Da bin ich runtergefallen, genau. Und hier ist sonst nichts. Außer dieser Turm da. Erstmal, na, ich liege erstmal. Und dann müsste ich theoretisch das komplette Level abgelaufen sein auch schon. Also, auch gut, außer den Garten da unten. Gut, im Garten bin ich noch nicht gewesen. Oder? Moment, hier oben ist auch noch was. Glaube ich. Ich das ignoriert beim letzten? Nee. Oh! Stimmt, ich habe einen Schlüssel gefunden und wusste nicht, wo man ihn benutzt. Haha! Fortschritt! Ole, ole! Aber nicht. Auch wenn. Oh Gott, wo führt das denn jetzt wieder her? Auch wenn ich wirklich sehr gerne. Auch wenn ich sehr gerne irgendwie den Rest des Spieles jetzt noch gezeigt hätte. Ah, das führt dahin. Ah, und da ist noch eine andere Big Spider. Aha, ha. Ich hab nicht gedacht, dass ich so lange brauche hierfür. Ja. Da guckt man auf die anderen und was ist? Es ist ein Arsch da. Okay, der steht aber nicht drauf. Oh Gott, wie viel habe ich jetzt schon aufgezeichnet? Ich weiß es gerade nicht. Oh, genau deswegen habe ich in die Ferne geschweift. Gut, dass Waffen nicht kaputt gehen können. Freiheit! Freiheit! Scheiß auf die Freiheit! Hi! Natürlich kommt Meister Arsch auch dazu. Benutzt die Scheiße! Oh Gott, jetzt benutze ich zu viel Scheiße! Danke, danke, danke. Oh Gott, habe ich an dem Schrein gebetet? Okay, dann sage ich, machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Nein, ich habe nicht an dem Schrein gebetet, aber ich weiß ja jetzt, wie ich einigermaßen schneller hinkomme. Bis zum nächsten. Obwohl, wir können skillen noch. Wer das sehen möchte, ja, das ist immer eine gute Idee, das am Ende, glaube ich, zu tun. Wir können skillen, ein paar Sachen zumindest. Also, Omniomagie, was haben wir denn jetzt hier gerade Feines? Ich kann die beiden... Moment, ich kann sie auch... Abwarten, bis ich die Schüler... Ja, oder wisst ihr was? Ich warte, glaube ich, bis ich die Schülergeschichte abgeschlossen habe, weil dann kann ich das hier verbessern. Yay! Brandschutz oder ich gucke einfach mal. Das sind immerhin ein paar Sachen, die ich habe. Oh nein, das machen wir dann später so. Aber Katana-mäßig kann ich mal gucken, dass ich einfach mal das... Kann ich hier... Oh, das geht. Ja, das sieht ganz gut aus. Da habe ich auch schon alles. Sonst habe ich noch irgendwas Besonderes mit Skillen. Wellenbrecher erfolgreich wird anschließend Sturmwind ausgelöst. Ah, das war auch die Schülergeschichte. Gott, ist das viel lebendiger Wind. Was ist das hier? Im Wasser ist Wasserschatten erfolgreich. Was ist denn das jetzt eigentlich für eine Haltung hier? Mal gucken, was für eine Hand. Steht hier nicht. Ja, komm, ich skille mal das hier mit. Irgendwas mit Wasserschatten. War das hier Wasserschatten? Wo steht der Pfad? Ach, da oben, Wasserschatten 1. Ah, Wasserschatten 2. Fähigkeit der mittlere. Mit. Oh, scheiße, das ist mittlere Haltung. Oh, mittlere Haltung ist ja, glaube ich, nicht so schlecht.
Parierst den Angriff eines Gegners und bewegst dich hinterhin. Ah, das ist die Fortsetzung nach vorn. Ah, wunderbar. Plötzlich nach dem Parieren noch einen Angriff zuführen. Ja, wenn ich parieren würde, wäre das okay. So, jetzt aber wirklich auf Wiedersehen. Ach so, da muss ich ja woanders drauf drücken. Ja.